Im Swing gibt es ein paar Merkmale. Zum einen, dass es triolische Achtel gibt, wo ich gleich anmerken muss, dass es, wie es abgedruckt ist, nicht ganz korrekt ist mit diesen punktierten Achtel und Sechzehntel, sondern denkt euch wirklich triolische Achtel. Des Weiteren gibt es in Takt 10 und in Takt 12 ein Glissando. Da darf man einfach die Töne, wie sie kommen, wie in der Tonleiter, nach unten runter spielen. Es gibt zudem noch eine Besonderheit bei dem Stück in Takt 16, dass man da sofort ein Subito Piano spielt, bedeutet plötzlich leise, dass man da einen wirklichen Schnitt in dem Stück hat. Während ihr das Stück spielt, stellt euch vor, wie wenn ihr euch irgendwo nach hinten an eine Wand lehnt. Sozusagen laid back spielen. Nicht nach vorne denken vom Tempo, sondern eher euch zurücklehnen. Achtet außerdem noch drauf, dass die Pausen, die ja doch sehr häufig kommen, ihr wirklich auszählt. Dass die nicht zu schnell gezählt werden und ihr zu früh weiterspielt, sondern auch da dieses Laid-Back-Gefühl habt.